Drogenbanden und tödliche Krankheiten, Terrorismus und Hunger, das sind nur ein paar der Albträume für Touristen. Außerhalb von Schweiz und Vatikan jedenfalls lauern die Gefahren. Und der Reiseführer zu den gefährlichsten Orten der Welt sagt ihnen alles darüber. Erfinder des Bestseller-Unternehmens ist der Kanadier Robert Young Pelton, der gestern noch bei kolumbischen Drogenbaronen war und morgen nach Afghanistan will, um einen Rebellenführer zu treffen. Dazwischen spricht er mit uns in Londons vielleicht exklusivstem Club. Wenn Sie an sichere Orte reisen, brauchen Sie keinen Reiseführer. Da haben Sie kostenlose Broschüren am Flughafen und fertig. Für Entwicklungshelfer, Geschäftsleute und Abenteuerurlauber aber, die nach Kambodscha und Afghanistan gehen, gibt es keine Informationen. Kein Tourismusbüro erzählt ihnen die Wahrheit. Für die gibt es unser Buch, das informiert, was wo gefährlich ist. Kommen Sie in unser wunderschönes Land und schauen Sie. Verbrechen auf offener Straße in Brasilien, Entführungen auf den Philippinen, Massaker in Algerien und jeder ist freiwillig in der Hölle von Liberia. Sterne statt Totenköpfen. Wie ein Michelin-Führer zu exquisiten Gefahrenherden. Eine makabre Hitliste mit Sümpfen voller Gangster, aber auch Höhen voll edler Menschen. Als 10-Jähriger war Robert Pelton schon auf einer kanadischen Survival-Schule und hat bisher alles überlebt. Busunfälle in der Türkei, Angriffe von Rebellen und Regierungstruppen in Afghanistan bis hin zu afrikanischen Killerbienen. Alles, was sie nie wissen wollten über die tödlichen, kriminellen, verbotenen Orte der Welt. Er und seine Mitarbeiter finden es raus für sie. Das Dümmste, was man jemandem sagen kann, ist, geh nicht hin. Nicht alles in diesen Ländern ist nämlich gefährlich. Ich finde die Menschen dort faszinierend, liebe die Grenzgängerei. Also kann man fast überall hinreisen, wenn man weiß, wie man sich schützen muss. Platz 1 der Charts, Algerien. Wenn dich die islamischen Fundis in die Hände bekommen, schreibt Pelton, hast du nur eine Chance, der sofortigen grausamen Hinrichtung zu entkommen. Den Koran aufbeten, in Arabisch. Die Kurden wollen doch tatsächlich ihr eigenes Land, lamentieren die Türken. Und die PKK hat richtig Freude am Bombenlegen und Leere abknallen. Zitat aus dem Buch. Südosttürkei. Einer der heißesten Orte der Welt. Auch ganz vorne mit dabei, Indien. Ein Wunder, dass es das Land überhaupt gibt. Sikhs und Tamilen, Hindus und Moslems, hunderte von Sprachen, Religionen, Kulturen. Keiner kommt mit den anderen zurecht. Und Mutter Teresa kann auch nicht mehr helfen. Gefahren hier, wo anfangen, warum nicht gleich am Flughafen? Zitat, Seite 201, Kolumbien ist ein Muss für alle, die ihren Urlaub in der Hölle planen. Unsere Sicht auf die Welt ist oft schon sarkastisch. Anfangs zählte ich noch seriös auf, wie viele Raubmorde, wie viele Entführungen, bis ich merkte, Gott, wie deprimierend. Und es sagt einem gar nichts. Also dachte ich, warum nicht die Etiketten von den Leuten wegnehmen? Statt einen Banditen General zu nennen, nur weil er sich selbst dazu gemacht hat, warum nicht über sein Familienleben schreiben oder wie dumm er ist? Alles eben unterhaltsam zu machen, dass man es lesen will. Humor hilft, Informationen aufzunehmen. The humor helps people absorb the information. Galliger Humor auch, der weltweit erste Bestechungsführer. $20 und es gibt kein Speedlimit mehr in Mexiko. $12.000 schon kostet die Entlassung aus einem südamerikanischen Gefängnis. Und in Afrika muss man wissen, dass Soldaten gar nichts verdienen. Ich fand es seltsam, dass man nicht über Kidnapping, Drogen, Verhaftungen informiert wird. Also alles, was einem Angst macht. Manche sagen, warum dort überhaupt hinreisen? Aber gehen Sie mal in ein afrikanisches Land und schauen Sie, wie die ihr Gepäck aufmachen, Sachen beiseite tun. Sie müssen einfach wissen, wie viel es kostet, in ein Land der dritten Welt einzureisen oder durch einen Checkpoint zu kommen. Dort können Sie nämlich erschossen werden oder es passiert eben gar nichts. Die gefährlichste Sache auf der Welt ist das Unwissen, die Ignoranz derer, die reisen, darüber, was sie dort erwartet.
Nicht die richtigen Kriegsgebiete sind die gefährlichsten Orte, sondern solche mit Kriminalität, Banditentum, Aufständischen und Drogenmafia. Und der gefährlichste Killer mit über 2 Millionen Opfern jedes Jahr ist eine kleine Stechmücke, die Malaria verbreitet. Landminen sind die verborgenen Souvenirs vergangener Kriege in der Erde. Jede Viertelstunde ein Opfer. Und geschätzte 110 Millionen sind noch in der Erde. Eine tödliche Gefahr auch für Touristen. Ein Schritt weg von der Straße in Angola, Kambodscha, Bosnien-Herzegowina kann alles verändern. Die Weltkugel rollt. Immer reichere Menschen stehen immer mehr Armen gegenüber. Und die Kluft wird immer größer. Deshalb ist für viele unser Buch so überraschend, weil die meisten gar nicht glauben, dass man an solche Orte reisen kann. Dort Menschen nicht nur überleben, sondern wirklich leben. So sieht fast die ganze Welt aus. Indien, China, Afrika. Die meisten leben gerade überm Existenzminimum. Peltons Blick auf die Welt ist weit mehr als Sensationsgier. Die Erde ist ein dangerous place, sagt er. Grausam, verrückt, schön und zu oft zum Weinen. Kommt und seht. Je mehr wissen, was vor sich geht, umso mehr wird sich ändern. Weil Vorhänge geöffnet werden durchs Reisen, die Regierungen gerne geschlossen lassen wollen. Und vor allem, wenn ihr wieder zurück seid in eurem Land, tut etwas dafür.